willkommen zum neuen Video. Ich freue mich mega auf die anstehende Woche, denn ich habe von Spooks die Möglichkeit bekommen, auf dem Hamburger Derby zu sein. Und dies nicht alleine. Ihr seht schon, ich stehe im Pferdetransporter. Das bedeutet, ich darf einfach ein Pferd mitnehmen und dort reiten. Und zwar in der Spooks Amateur Trophy. Ich nehme den Balti mit. Dazu habe ich mich entschieden. Wir sind zwar noch nicht so lange ein Team, aber das hat bisher alles so reibungslos geklappt. Und mal sehen, wie es am Ende sein wird. Wir erwarten auf jeden Fall gar nichts. Das ist das erste Mal, dass Balti überhaupt irgendwie in so einem Stallzelt übernachtet, so lange von zu Hause weg ist und so. Und generell das erste internationale Turnier. Also es wird wirklich sehr aufregend. Wir haben hier hinter schon ganz viel gepackt. Hier schon Heu. Und da vorne ist auch noch der Sattelschrank. Hier oben ist auch noch Heu drin. Wir haben wirklich sehr viel dabei. Wir sind nämlich 6 Tage in Hamburg. Ja, ich bin wirklich etwas aufgeregt. Das ist ja eher selten so bei mir, aber ich glaube, das darf man auch sein. Balti steht in der Scheune, den haben wir vorhin noch gewaschen, dass er schön sauber ist und dann kann es gleich losgehen. Also ich glaube, Pico merkt irgendwie, dass wir wegfahren. Er ist total anhänglich und will auf jeden Fall, glaube ich, mit. So, wir sind jetzt angekommen. Wir haben auch schon unser Stallzelt bekommen, wo wir gleich hin müssen. Mama ist gerade einmal auf dem Klo und dann können wir gleich schon abladen. Dann sind die ganzen Zelte und hier steht alles voller LKWs, weil die ja teilweise hier auch in den LKWs übernachten, aber wir übernachten hier in einem Hotel. Nachdem wir dann eingestellt hatten und alles an seinem Platz war, hatten wir noch ganz schnell die Möglichkeit, einmal im Stadion zu reiten. Ja, da könnten sich die Pferde dann schon einmal alles anschauen. Es ist ja wirklich schon eine ganz besondere Atmosphäre und so hatte man die Chance, einmal ohne Zuschauer dort überall lang zu reiten. Ja, Balti hat auch ganz schön geguckt da an dem Zelt, wollte gar nicht richtig zur Bande hin, aber das musste er auch nicht. Ich habe ihn einfach erstmal so ein bisschen da rumlaufen lassen, dass er sich alles in Ruhe anschauen kann. Und ja, er war eigentlich auch total entspannt. Und ja, es war halt schon mal eine super Möglichkeit, bevor man da irgendwie direkt eine Prüfung reiten muss oder so. Danach sind wir dann nochmal auf den normalen Abreitplatz, weil auf dem großen Platz durfte man natürlich nur Schritt reiten. Und auf dem richtigen Abreitplatz habe ich ihn dann nochmal schön locker gearbeitet für die nächsten Tage und generell, damit er natürlich seine tägliche Bewegung bekommt. Hier könnt ihr jetzt einmal schon mal grob sehen, wie das so bei uns ausschaut. Das ist wirklich sehr, sehr voll mit dem ganzen Heu, was man für die ganzen Tage braucht. Aber das hat eigentlich alles richtig gut funktioniert. Balti! 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 Guten Morgen, Balti! Am nächsten Morgen sind wir natürlich direkt zu Balti gefahren. Denn der braucht natürlich auch sein Frühstück, so wie sich das gehört. Und schaut mal, er hatte Späne auf dem Rücken. Vermutlich hat er gelegen. Das ist natürlich ein gutes Zeichen, dass er sich wohlfühlt. Bei der Ankunft war er wirklich noch sehr aufgeregt, aber das hat sich generell im Laufe des Tages schon super gelegt. Und es ist schön, dass er sich da nachts auch hingelegt hat. Er hat dann natürlich sein Frühstück bekommen. Ich habe sein Wasser aufgefüllt und Heu hat er natürlich auch bekommen. Das konnte er danach dann auch ganz in Ruhe essen. Wir sind danach dann aber irgendwann auch mit ihm schon mal spazieren gegangen, weil ja, da in der Box kann er sich ja nicht viel bewegen, die ist ja echt klein und generell Balti ist es ja gewöhnt, wirklich den ganzen Tag draußen zu stehen. Deswegen ist es eine komplette Umstellung. Wir waren da ein bisschen Schritt laufen, ein bisschen konnte er grasen. Wir haben ihm auf jeden Fall so ganz viel Abwechslung geboten.
Und jetzt haben wir davon Mittag gegessen und jetzt wollen wir erst ein bisschen reiten. Und ja, genau, ich habe ihn jetzt gerade schon gesattelt. Und dann geht's gleich mal los. Dann ging es auch schon Richtung Reitplatz. Das war richtig cool. An dem Tag lief nämlich noch keine Dressur und deswegen konnte man auf dem Dressurabreiteplatz reiten. Ja, auf dem anderen Abreiteplatz für das Springen, ja, da war es halt ein bisschen schwierig, weil dort auch die Leute zum Springen abgeritten sind. Die hatten nämlich schon Prüfungen und dementsprechend wollte man die natürlich auch nicht stören. Ja, deswegen war das eine super Möglichkeit, hier in Ruhe zu reiten. Und ja, dann gab es schön Dressurarbeit. Nach dem Reiten gab es für Balti dann erstmal eine Portion Mesh. Das ist natürlich auch immer richtig gut, um das besonders flüssig zu füttern. Dann ja, kann man den Pferden natürlich auch mehr Flüssigkeit geben. Aber Balti hat da super, super viel getrunken. Also ja, das war total erstaunlich. Wir hatten ein bisschen Angst, dass er nicht so viel aus dem Eimer dort trinkt, weil er das ja auch nicht kennt. Aber ja, der hat einfach richtig viel getrunken. Wir gehen jetzt gleich zum Wettcheck. Mega cool. Einer hat hier gerade bei dir noch so richtig schöne Rollzöpfe gemacht. Schaut euch die mal an. Die sind mega. Also wow, wow, wow. Jetzt werden wir ihn noch sauber machen, putzen und so. Und dann kann es losgehen. Da einige den Wettcheck wahrscheinlich nicht kennen, werde ich das einmal kurz erklären. Sowas gibt es auf nationalen Turnieren nämlich nicht. Das ist ja ein internationales Turnier in Hamburg. Und ja, dort gibt es immer vorher einen Wettcheck. Dort sieht man schon, da stehen so Richter. Und ja, die schauen sich dann eben an, wie das Pferd läuft. Also nicht, dass das irgendwie lahmt oder so. Und dann trabt man halt hier eben so vor. Das war das allererste Mal in meinem Leben. Und ich denke auch in Baltis. Ja, hat so semi-gut geklappt, weil hier so ein bisschen Schlangenlinien gelaufen. Aber es war natürlich alles in Ordnung und somit waren wir zu den Prüfungen zugelassen. Wir wurden direkt von dir herausgebracht, dein Gelob. Ja, wie witzig. Das ist erst mal eine Zeit, ey. Ja, echt. So, Balti hat jetzt gerade sein Abendessen bekommen, sein Heu. Und jetzt werde ich zuletzt noch das Wasser auffüllen für die Nacht, dass er wirklich alles hat. Wir haben hier auch extra zwei Eimer hingemacht, weil er hat ja wirklich lange Zeit, wo wir nicht da sind, wo wir das nicht sehen können. Aber ja, genau, so hat er auf jeden Fall genug. Und dann ja, lassen wir uns ins Hotel fahren. Dann sind wir auch schon fertig für heute und werden früh schlafen gehen, weil unsere Prüfung morgen ist schon um 7 Uhr.